Sagt euch der Name Alveo 3D etwas? Nicht? Kein Thema. Hat mir auch nichts gesagt, bis mich die Firma angeschrieben hat und die Jungs und Mädels mich gefragt haben, ob ich denn mal Lust hätte, deren neues Produkt zu testen. Und ich habe gesagt gehabt, erzähl mir doch erstmal ein bisschen was über dein Produkt, was denn da überhaupt so ansteht. Und dann kam die Antwort, ganz einfach, wir bieten eine Einhausung für 3D-Drucker an, die mit einem Filtersystem und einem Rauchmelder ausgestattet ist. Und der Rauchmelder triggert auch noch die Stromversorgung. Heißt also, wenn es anfängt zu brennen, der Rauchmelder Alarm schlägt, schaltet er automatisch die Stromversorgung ab. Und da bin ich hellhörig geworden und habe gesagt, klar, schick mir doch gerne mal so ein Paket rüber. Ich teste das gerne für euch. Gesagt, getan, das Paket ist da. Und in diesem Sinne packen wir heute mal das komplette Einhausungssystem von denen aus. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von makeorama.de. Ihr merkt schon, es ist so ein bisschen anderes Setup vielleicht als sonst. Klar, Hintergrund und alles drum und dran ändert sich nicht. Aber ich habe hier das Mikrofon von den Podcasts und von den Livestreams. Ganz einfach, weil wir auch die Top-Kamera aus den Livestreams mit dabei haben, damit wir einfach so viel wie möglich sehen können. Und das Erste, was ich euch gerne zeigen möchte, das habe ich eben schon mal ausgepackt. Ihr seht hier oben schon, das ist das Qualitätssiegel von Alveo. Habe ich hier diesen Rauchmelder. Und da haben wir erstmal hier so schön in mehreren Sprachen, einmal in Französisch, einmal in Englisch und einmal in Deutsch, diese Erklärung, wie man denn den Rauchmelder mit diesem Steckdosenadapter koppeln kann, damit, wenn der Rauchmelder auslöst, der Strom direkt getrennt wird. Finde ich ziemlich cool. Hier ist nochmal eine etwas detailliertere Anleitung, wie man das Ganze montiert. Ein wenig Montagematerial. Wir haben hier zum einen... die Steckerleiste, also die Steckdose, sozusagen diesen Adapter. Ja. Das heißt also, dieses Teil hier wird durch den Rauchmelder getriggert und schaltet quasi den Strom ab, sobald da irgendwie ein Brand oder Rauch gemeldet wird. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Und hier haben wir dann nochmal den Rauchmelder, der dann in das Gehäuse oder in den Raum kommt. Den kann man also auf vielfältige Weise entsprechend befestigen. Ich werde das Ganze jetzt natürlich nach Anleitung von denen im Gehäuse befestigen. Hier steht schon drauf 85 dB. Das ist schon ganz ordentlich von der Lautstärke her. Und dann schauen wir doch mal an, wie wir das Ganze zusammengebaut bekommen. Dann gibt es natürlich noch einiges an Filtermaterial und anderem Material, was noch mit in den Kartons drin ist. Ich habe schon mal angefangen, alles auszupacken, weil ich ungeduldig war. Und wir bauen jetzt einfach mal das ganze Teil zusammen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock drauf wie ich. Denn das sieht schon richtig hochwertig aus, was ich da ausgepackt habe. Hier ist so ein Teil, was ich schon mal ausgepackt habe. Das zeige ich euch noch mal ganz kurz in die Kamera. Und zwar, es ist graviert und dann noch mal lackiert, würde ich mal behaupten. Ja, das sieht schon ziemlich cool aus. Ist alles so ein pulverbeschichtetes Aluminium. Alles so ein schwarz pulverbeschichtetes Aluminium. Auch wirklich hier an den Seiten noch mal schwarz beschichtet. Und nur hier die Bohrungen sind dann natürlich logischerweise nicht beschichtet. Macht aber schon echt, muss ich sagen, was her. Und ich nehme mir mal hier hinten. Da, wo ich eben schon mal angefangen habe, die Bodenplatte. Da haben wir jetzt hier so ein paar Einfräsungen drin, die dann natürlich abgedichtet werden müssen. Das heißt, also da kommt, denke ich mal, später das Glas drauf. Und ich muss sagen, ich habe hier so ein zum Teil ein bisschen ein Problem gehabt, weil die Dichtungen, die es dafür gibt, nicht ganz hundertprozentig reingehen. Das heißt also, ihr merkt schon, ich versuche euch hier nicht irgendwie was an die Backe zu drehen, was ich dann, wie heißt es, nicht so hundertprozentig so toll finde, sondern ich gebe da schon ganz ehrlich und offen meinen Senf dazu. Und ich muss sagen, dieses Dichtungsband da reinzupacken, das funktioniert zum Teil ganz gut, aber für den anderen Teil funktioniert es eben nicht gut. Und das nervt gerade so ein bisschen. Hier hinten, hier vorne. Ne, hier vorne, da habe ich es wunderbar hinbekommen. Hier vorne, da ist es wunderbar drin. Vielleicht mal das ein oder andere an Wölbung drin. Aber hier hinten, entweder ist das Dichtungsband da dicker und breiter und fetter. Oder ich bin einfach nur gerade nicht in der Lage. Kann natürlich auch sein, ja, dass ich einfach zu deppert bin, um das da richtig reinzubekommen. Die Jungs von Alveo werden sich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich wahrscheinlich fragen, was macht die da? Aber das ist das richtige Dichtungsband, soweit ich das gelesen habe. Das heißt also, das gefällt mir jetzt nicht ganz so doll, wie das rein ist, aber das wird wahrscheinlich später sowieso nochmal durch die Glasplatte
nochmal separat irgendwie da runtergedrückt. Und dann schauen wir doch mal, dass wir das da reinkriegen. So gut wie möglich. Ich finde die Idee halt so genial. Da ist ein bisschen zu lang. Das reiße ich einfach mal ab. So. Ich finde das schon genial von der Idee her, dass man sowas überhaupt mal anbietet. Klar, es gibt verschiedene Hersteller, die sowas anbieten. Aber ich muss sagen, das, was ich bisher auf der Form Next gesehen habe, hat mich nie so wirklich zufriedengestellt. Ja? Das war immer so ein bisschen Knopperei, weil das dann immer... Na, hier geht's besser rein. Hier geht's echt besser rein. Die Taktik ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich zeige euch das mal. Während hier hinten alles krumm und buckelig ist und sich abhebt und hast du nicht gesehen, schaffe ich es hier recht gut momentan. Aber gut, so gut hat es da drüben auch angefangen und dann ist es irgendwann komisch geworden. Schauen wir mal. Nicht zu früh freuen. Das ist schon mal ganz gut. Ja, da fängt es schon wieder an, ein bisschen komisch zu werden. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen, naja, variabel von der Fräsbreite her. Ich weiß es nicht ganz genau. So. Doch, das funktioniert richtig gut jetzt hier. Da, die eine Seite war ein bisschen komisch. Vielleicht war auch das Dichtungsband, was ich hatte, ein bisschen komisch. Müssen wir mal schauen. Vielleicht hat sich das ein bisschen ausgedehnt oder so. Mal schauen. Es sollte auf jeden Fall seinen Zweck erfüllen jetzt, wenn wir da später dann hingehen und die Makrolonplatte quasi draufpacken. Das ist ja nur eine Dichtung für die Glasplatte, die da reinkommt. Oder die Makrolonplatte. So. Ja, hier wird es jetzt gerade ein bisschen komisch. Aber gut. Ich hätte mir halt gewünscht, dass man da nochmal so eine Art Ersatz mit reinpackt. Dass man, wenn man eins kaputt macht, dass man nochmal einen Ersatz hat. Aber haben wir jetzt gerade nicht. Und das hier ist zu lang. So. Der Rest kommt hier in die Packung. Ja. Und dann the last one. So. Da wird es wieder ein bisschen kritischer vom Einsetzen her. Das ist jetzt gerade nicht so schön da an der Stelle. Aber es kann auch einfach durch die Variationen in dieser Dichtung kommen, dass die halt nicht ganz so prickelnd sind. Aber gut. Es ist halt immer, wenn man sowas auf Press machen muss, und sowas in der Masse fertigt, kann es da zu Abweichungen kommen. Ja, aber ist nicht schlimm. Ist alles gut. So, sehr gut. Alle drei Sachen sind drin. Alle drei Dichtungen sind drin. Nochmal drüber gehen. Und dann schauen wir mal. Dann kommen quasi von hier in diese zwei Löcher, die wir hier haben, oben zwei M5-Schrauben rein, M510 und unten zwei Hexagonalmuttern und dazwischen und ein Abstandshalter. Die Centerfeeds sind das. Okay. Dann suchen wir die mal raus, die Centerfeed. Also die zentrierten Füße. Ist logisch, weil bei der großen Fläche kann es sich in der Mitte durchdrücken, wenn dann
Warum steht hier? Bottom Panel, ja, das hört sich doch richtig an. Sehr gut. Und ich muss mal ein Lob aussprechen. Ich habe den eben schon mal ausgepackt für diesen Schraubendreher hier, der damit dabei ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, der ist richtig gut. Der liegt richtig schön in der Hand. Also sowas würde ich mir wünschen, dass das bei den normalen 3D-Druckern auch mit dabei ist. So in der Hochwertigkeit. Ja, jetzt nicht in der Größe. Da macht es teilweise gar keinen Sinn, aber so hochwertig wie dieses Teil würde ich mir wünschen. Ja. Da haben wir einmal Top Panel, einmal Bottom Panel. Okay. Das bedeutet, wir brauchen zwei Füße. Ui. Da haben wir Magnete, da haben wir M5-Schrauben, da haben wir Muttern. Aber da sind die. Nee, da ist das, was wir noch brauchen, nicht komplett mit dabei. Okay, also das ist nicht das, was wir gerade brauchen, weil wir brauchen noch mehr. Eigentlich bräuchten wir noch dieses Teil hier. Ich sehe das aber nirgends. Kann natürlich sein, dass ich auch blind bin. Und die mich hier irgendwo zwischendrin verstecken. Dabei sind sie nicht. Da auch nicht bei. Hier auch nicht. Hier drüben noch irgendwas übersehen. Nee. Hm. Da. Da sind sie. Das sind gedruckte Teile. Ich habe nach Metallteilen Ausschau gehalten. Okay. Da haben wir die Teile. Das war mir so nicht klar. Aber gut, so funktioniert das. Perfekt. Das hier sind die Teile, die wir brauchen. Das heißt also, da kommen jetzt die Muttern rein. Jawohl. Nun brauchen wir eine M510. Da ist eine M510. Die brauchen wir jetzt. Jawohl. Erster Fuß befestigt. Jetzt kommt der zweite. Dafür brauchen wir nochmal eine M510. Die haben wir hier.
Stopp, Mutter. Ja. Und schon sind die zwei Füße für die Mitte, für die Bodenplatte installiert. Das ist schon mal ziemlich geil. Das heißt, wir haben die ersten zwei Schritte, die ersten drei Schritte schon hinter uns. Jetzt kommt als nächstes der Türmagnet. Der kommt hier vorne hin. Der kommt hier vorne hin. Dafür brauchen wir, denke ich mal, auch ein 3D-gedrucktes Teil. Ich weiß nur gerade nicht. Doch, da ist es. Da ist es. Ja, sehr schön. Okay. Das bedeutet, der Magnet, an dem hier alles festklebt, der hier, dieser hier, der kommt hier vorne rein, jawohl. Und dann wird einfach von oben, hier kommen zwei Square Nuts rein. Ist ja schon so ein bisschen Prusa-like eigentlich fast. Und dann kommen von unten zweimal M416 Schrauben. Jetzt, die muss man noch mal ein bisschen mehr reindrücken mit ein bisschen Liebe, damit die auch sitzen. Okay. Ein bisschen ist gut. Oh, ein bisschen viel. So rum. So rum, Larum, Löffelstiel und nicht andersherum. Jawohl. Nächster Schritt erledigt. Sehr gut. Es geht ja hier wie am Schnürchen. So. Hier kommen jetzt Eckteile dran. Ah, okay. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Also ich muss sagen, die gedruckten Teile, die hier mit dabei sind. Ne, das ist falsch. Da fehlt noch ein anderes Eckteil. Da. Die sind schon wirklich hochwertig, muss ich einfach sagen, ja. Die sehen richtig gut aus, die sind schön gedruckt. Da sind so ein paar Kleinigkeiten dran, okay, aber das ist nicht wirklich was Wildes. Das, muss ich sagen, gefällt mir echt gut. Und jetzt brauchen wir hier diese Eckteile. Das hier ist vorne.
Und da brauchen wir spezielle Teile, nämlich diese hier. Genau, die haben nämlich hier vorne nochmal die Platzhalter für die Gewinde. Oh ja. Wird jetzt challenging. Das wird jetzt ein bisschen challenging. So, ich stelle mal um, weil dann seht ihr vielleicht so auf die Art und Weise mehr. Nee, das war das Druckteil. So, wir brauchen noch eine zweite Schraube. Ihr merkt schon, das Ding wird richtig groß. Da passt der MK4 mit der MMU rein. Und das wird auch vielleicht dann das Anwendungsgebiet sein für dieses Gehäuse. Bobo. Okay, der erste Fuß ist dran, das erste, die erste Ecke. Und das Teil wird richtig groß und schwer. Ich weiß nicht, wie ich die später transportiert bekommen soll. Ja, aber ich finde es irgendwie cool. Ich finde es irgendwie cool. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich baue das jetzt mal im Schnellverfahren einfach mal ein bisschen weiter. Das heißt, wir spulen jetzt mal ein bisschen vor und wir sehen uns dann gleich wieder. We'll be right back.
Das Ding ist schon recht groß. Ne? Hier ist jetzt die Tür drin, die Wand. Genau, hierhin kommt jetzt die Doppelseite mit den Doppelfiltern. Und hier kommt die Plexiglasplatte rein, die noch da unten steht, wo dann der Filter reinkommt. Und dann sind wir eigentlich schon fast durch. Jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz... Hier noch mal eine Seite...